Bin auf der CMT und diesen Video solltet ihr am besten gleich wieder abschalten, denn ich lege mich heute unter Wohnmobile. Also ich schaue mir Grauwassersysteme an, beziehungsweise wie man das Abwasser ablässt. Denn das ist bei Wohnmobilen völlig unterschiedlich und ich kann euch nur die Empfehlung geben, guckt es euch jetzt gar nicht an. Die meisten von euch wird es nicht interessieren. Ansonsten viel Spaß dabei. CMT 2020 in Stuttgart. Wir haben uns heute mal vorgenommen, die Abwassersysteme von Wohnmobilen uns anzuschauen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich die einzelnen Systeme sind. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn mich jemand fragt, sag mal, wie entsorge ich denn mein Grauwasser? Und ich gebe eine Antwort und ja, es funktioniert nicht, weil jeder Hersteller, ja manchmal jeder Fahrzeugtyp, da völlig unterschiedlich ist. Wir zeigen euch mal ein paar gängige Systeme. Vielleicht finde ich auch das eine oder andere außergewöhnliche. Das kommt jetzt in diesem Film. Bin mal sehr gespannt, was die Hersteller so sagen, wenn ich hier unter ihren Autos liege. Aber ich krabbel jetzt mal für euch unter die Autos und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ihr kennt das meist, hinter dem Hinterreifen gibt es einen Ablass für den Abwassertank. Aber dieser Ablass braucht natürlich irgendwo auch einen Hahn, einen Schieber oder irgendeine Absperrmöglichkeit und die muss man gegebenenfalls im Wohnmobil erstmal suchen. Hier bei einem Hümer ist es schon mal so gelöst, dass es nicht direkt am Tank ist, sondern es muss irgendwo von innen absperrbar sein. Wir begeben uns mal auf die Suche. Spannende Angelegenheit, wir finden schon mal nichts. Die nette Dame vom Empfang sucht uns jetzt jemand, der uns erklärt, wie es funktioniert. Ja. Da habe ich mal wieder ins Wespennest gestochen. Wir suchen jetzt schon zu dritt. Mal gucken. Das Schöne ist, bei anderen Herstellern ist mir es ja auch schon so gegangen. Also das hat jetzt nichts mit Hümer zu tun, um das ganz deutlich zu sagen. Es ist wirklich so, jedes Wohnmobil hat da eine ganz andere Stelle für den Hebel. Wo? Hier. Da ist er? Ja. Okay. Ja, Wahnsinn. Also bei Hümer, bei diesem Typ von Hümer ist es elektrisch und ihr findet den Knopf dafür am Lenkrad. Was mache ich eigentlich, wenn ich keinen Strom habe? Gute Frage. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob mir jemand es von Hümer sagen kann. So, jetzt sind wir bei dem Hümer Campervan und da sieht die Welt wieder ganz anders aus, denn hier haben wir hinten an der Rückseite nicht nur den Abwassertank, sondern auch die Möglichkeit, einen Schieber zu betätigen. Also das ist relativ einfach und naja, logisch. Da kann man dann auch mechanisch was tun. Spannend ist auch, dass sehr viele Wohnmobile einmal links und andere wiederum rechts den Ablass haben. Also auch das solltet ihr euch vorher mal anschauen. Hier bei einem LMC ist im Endeffekt dieselbe Technik verbaut. Ihr seht, wir haben hier wieder so eine Stange, die von außen erreichbar ist. Hier ist der Abwasserrüssel und dementsprechend muss man zielen und dann hier die Kurbel ansetzen und dann läuft die Brühe nach draußen. Ein gängiges System, aber immer wieder andere Detaillösung. Ihr seht hier diese Aufhängung, die ist ein bisschen massiver, habe ich so den Eindruck. Und da entscheidet sich am Ende Wohl und Wehe, denn wenn man irgendwo mal hängen bleibt, dann darf das ja nicht abreißen. Nochmal ein Hümer und diesmal einer, der in der Garage einen Schieber hat. Denn direkt unter der Garage, auf der Fahrerseite, findet ihr dann den Bodenablass. Das ist insofern auch ganz praktisch, dass ihr als Fahrer über den Seitenspiegel sehr gut zielen könnt, wenn ihr über eine Ablassstation fahrt. Also insofern ist diese Lösung mit der Fahrerseite gar nicht verkehrt, im Gegenteil. Alternativ könnte man sich noch eine Kamera drunter bauen. Da bin ich gerade dabei, aber das zeige ich euch in einem späteren Clip. Hier bei einem Leica ist es dann ganz anders verbaut. Da ist es dann an der Beifahrerseite und interessanterweise im vorderen Bereich. Also dadurch, dass der Abwassertank relativ weit vorne liegt. Wir gehen uns mal nach unten. Haben wir
hier den Abwasserstutzen. Und auf der anderen Seite vom Abwasserstutzen seht ihr hier diesen Baudenzug, der irgendwo nach innen führt. Und jetzt suchen wir mal den Ablasshahn. Und tatsächlich, hier unter der Schuhklappe, da ist die Möglichkeit, den Abwassertank zu entleeren. Ich habe mir viel vorgestellt, als ich mir vorgenommen habe, den Clip zu machen, aber dass ich so auf die Suche gehe und nach 20 Minuten schon nass geschwitzt bin, hätte ich nicht gedacht. Also viel mehr Varianten, als ich jemals für möglich gehalten habe. Aber ich gehe weiter auf die Suche. Euer Mobil, hier haben wir wieder die Variante mit der Heckgarage. Also ihr seht schon, hinter dem Hinterreifen haben wir einen Abwasserstutzen. Und ich gehe mal auf die Suche. Hier ist es dann wieder elektrisch. Ein Schalter für den Abwassertank. Bleibt wie immer die Frage, was mache ich, wenn ich keinen elektrischen Strom habe? Aus welchen Gründen auch immer, Batterie leer oder sonst irgendwas, geht dann der Tank nicht zu entleeren? Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich niemanden fragen können, aber jetzt begebe ich mich nochmal auf die Suche. Zwei nette, kompetente Berater von eurem Mobil getroffen und die haben ja gesagt, nein, man kann es auch ohne Strom lösen, muss sich dann aber unter das Wohnmobil begeben und dann gibt es wohl die Möglichkeit, über den Hebel den Tank zu entleeren. Also insofern, es funktioniert, aber ob es dann zu empfehlen ist, weiß ich nicht. Aber im Regelfall haben wir ja immer Strom. Jetzt gucken wir uns mal noch ein paar an, die den Tank innen haben im Wohnmobil. Da ist ja euer Mobil ganz stark drin. Euer Mobil hat ja viele Wohnmobile mit einem Doppelboden, mit einem Unterboden. Und das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte dann. Dann habe ich den Tank logischerweise im Unterboden. Und hier vorne, direkt hinter der Serviceklappe, besteht die Möglichkeit, einfach über den Schieber auf und zu machen. Auch auf der Fahrerseite, diesmal vor dem Reifen, damit kann ich relativ gut dann zielen. Wir sind bei Hobby angekommen und Hobby hat das gut gekennzeichnet. Abwasser draußen, klar, also das ist relativ einfach. Und der Schieber, den finden wir ein Stückchen weiter entfernt, auch mit einem Baudenzug. Da kann man dann aufmachen und zumachen. Ja, ihr seht da schon, guckt euch das mal an. Ups, guckt euch das mal an hier mit meiner Hand. Also ich komme da ganz deutlich hier gegen diese Kante, tut weh. Ich will jetzt nicht groß meckern, aber diese Baudenzüge, ich hoffe halt nur, dass die nicht im Laufe der Zeit verrotten und sich dann nicht mehr öffnen lassen. Und bei dem Modell haben wir es jetzt nochmal anders. Also hier ist der Baudenzug in den Gaskasten geführt und dort findet sich dann auch der Griff. Hier neben versteckt er sich, das gute Stück. Auch ein bisschen versteckt und puh. Oh. Ja, wenn man feste zieht, dann tut sich, ach, das gibt's doch gar nicht. Mein lieber Herr Gesangsfreund. Das soll alltagstauglich sein? Also vielleicht bin ich einfach nur unfähig. Da lasse ich mich drauf ein. Ich probiere es nochmal. Nee. Echt schwergängig. Witzigerweise heißt das Wohnmobil Optima und Tour. Also den Abwasserschieber, liebe Hobbyleute, den kriege ich nicht auf. Keine Chance. Aber lag bestimmt nur an mir. Also hat nichts mit Hobby zu tun. Ganz sicher. Im Hintergrund hört ihr die Kollegen von Sunlight ihre Morgenseröffnungsparty feiern. Wir gucken uns bei Detlefs mal den Unterboden an und ihr seht auch hier wieder, hier habe ich wieder einen Ablassstutzen ohne irgendwelche Schiebe oder Möglichkeiten, das direkt am Tank zu machen. Aber, und das finde ich sehr spannend, hinten in der Heckgarage ist dann diesmal auch wirklich sehr einfach zu sehen, der Schalter. Also hier ist es elektrisch und zwar meines Erachtens da, wo es hingehört,
so dass ich direkt vor Ort im Endeffekt nur noch unter, ja, ans Wohnmobil greifen kann und anschalten kann. Aber, also den Schalter in der Heckgarage ist ja eine ganz tolle Sache, aber warum an der Stelle, wo die Tür quasi ganz zu öffnen, ja, geöffnet werden muss, das weiß ich nicht, denn ich versuche das jetzt mal hier im Bild zu machen. Wenn ich die Tür ganz aufmachen muss oder auch nur so, damit ich an den Schalter komme und ihr habt eine Entsorgungsstation, die etwas enger ist, die hier vielleicht irgendwelche Säulen wieder habt, dann kommt ihr da gegebenenfalls gar nicht dran. Also warum nicht einfach den Schalter auf die andere Seite, einfach hier hin, auf die hintere Seite, so dass ich nur die Tür ein bisschen öffnen muss und dann komme ich an den Schalter dran. Also liebe Detlefsmacher, überlegt euch das nochmal, probiert es mal vor Ort aus. Ich glaube, es ist eine ganz einfache Änderung und mit Sicherheit praktikabler. Dass günstig nicht schlecht sein muss, das wissen wir alle und wir gucken uns jetzt mal die Lösung bei Ahorn an. Bei Ahorn ist es ganz einfach gelöst. Wir haben den Abwassertank mittig liegen und den Schieber, den seht ihr schon, der ist außen. Da habe ich hier die Möglichkeit einfach auf und zu machen. Also total simpel. Einzig das Zielen über der, ja, meistens Abwasserrinne oder auch nur dem Gulli wird etwas schwierig, weil hier der Abwasserhahn, der Abwasserstutzen, der hängt in der Mitte vom Wohnmobil. Also wenn ich als Fahrer irgendwo drüber fahre, da zu zielen, das ist eine Herausforderung. So, gerade eben mal einen Ahorn-Besitzer kennengelernt und der hat mir erzählt, dass er den Abwasserstutzen, der ja in der Mitte liegt, nach außen gelegt hat. Damit hat er im Endeffekt die Möglichkeit, besser an den Ablass zu fahren und dann zu entsorgen. Weinsberg hat mit seiner Pepper-Reihe ja ganz interessante Wohnmobile und auch unter dem Boden sieht es spannend aus. Wir gucken uns das mal an, denn Weinsberg geht da wieder mal einen anderen Weg. Ihr seht das schon, Tank, Stutzen direkt am Rand und auch hier wieder. Der Fahrer kann im Rückspiegel sehr genau, ja, zielen, muss man ja eigentlich schon sagen. Aber hier ist kein Hahn oder ähnliches. Das finden wir dann wieder hier oben in der Service Club. Und da haben wir dann hier oben die Möglichkeit, den Hahn auf und zu zu machen. Gleichzeitig ist hier drüben auch die Entleerung für den Frischwassertank und das ist eigentlich ganz interessant bei Weinsberg. Hier ist alles immer beisammen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich muss, um das Kabel, das Stromkabel hier rein und raus zu machen, quasi auf die Knie gehen. Und wenn es nass ist draußen, dann macht es keinen Spaß, das hier durchzufädeln. Ansonsten aber eine interessante Lösung und eine sehr praktikable Lösung. Also da habe ich schon andere, schwierige Varianten gesehen. Weinsberg. Andere Marke, gleiche Firma. Das ist bei Knaus genauso. Also ihr habt hier unten wieder die Serviceklappe und dort die Möglichkeit, direkt über dem Abwassertank den Schieber aufzumachen. Auch hier wieder. Ja, ich will nicht sagen, das Problem, aber man muss auf die Knie gehen, um das Stromkabel einzustöpseln. Ist jetzt nicht hier unser Thema, zumindest das Abwasserthema ist einfach gelöst. Eine ganz saubere Sache. Abwassersysteme, jetzt schauen wir uns die Kastenwagen an. Kastenwagen, das ist natürlich das Thema. Vanlife in Halle 10 dieses Jahr, ganz großes, ja, Ausbauertreffen sogar. Auch da bin ich gespannt, was so kommt. Bei einem Kastenwagen, stelle ich mir zumindest vor, ist es relativ einheitlich gelöst. Im Regelfall ist auf der Fahrerseite der Abwassertank verbaut und der lässt sich in irgendeiner Art und Weise nachher öffnen. Aber das schauen wir uns jetzt mal bei Pössl im Detail an. So, ich liege hier unter einem Summit 540 und ihr seht hier vor mir, mein Arm rein, da ist der Stutzen für den Abwassertank. Ja, ist ein bisschen schwierig gelöst im Grunde genommen, denn auch da kann ich natürlich schlecht zielen, wo läuft nachher mein Wasser raus. Aber hier vorne seht ihr schon, da gibt es eine Verlängerung, die diesen Absperrhahn dann öffnet. Und jetzt gehen wir mal raus. Hier,
da habt ihr dann die Möglichkeit, von außen diesen Schieber auf und zu machen. Also, einziges Problem, das ich hier sehe, ist, wie ziele ich genau auf den Gulli oder den Ablauf. Vielleicht eine Übungssache, vielleicht eine Kamera, die drunter gehört. Habt ihr euch ja in dem anderen Video schon gesagt. Ich werde irgendwann eine Kamera bei mir einbauen und dann schaue ich mal, wie das Ganze so funktioniert. Fakt ist, das ist ein System, das wir sehr häufig bei Wohnmobil sehen. Bei Pössl Standard. Ich liege unter einem Pössl Vario. Ganz interessante Geschichte, denn und hier ist der Stutzen und der Schieber fest verbaut mit dem Wohnmobil. Also man muss mit ein bisschen Gewalt dieses Rohr nach unten schieben und jetzt kann das Wasser rausfließen und wenn man fertig ist, drückt man den Schieber quasi wieder nach oben. Finde ich eine, etwas, merkwürdige Lösung. Ich hoffe, es hält dauerhaft. Vielleicht kann da mal irgendein Kastenwagenfahrer was zu sagen, denn das habe ich so noch nicht gesehen. Aber klar, clever gelöst, einfach. Kann eigentlich nur dieses Plastik von oben drüber mal kaputt gehen. Ansonsten, wenn man weiß, wie es funktioniert, geht's einfach. Also die Variante mit diesem Schieber, der von außen zugänglich über eine Stange den Mechanismus öffnet, um das Abwasser abzulassen, ist im Kastenwagen eigentlich der Standard. Also ich habe jetzt unter, zwei Dutzend, drei Dutzend Wohnmobil gelegen und das sieht immer irgendwo ähnlich aus. Also insofern, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist der Standardtyp. Ich zeige euch jetzt nur noch von irgendwelchen Herstellern das, was besonders ist. Und dann haben wir schon so eine Variante, eine ganz einfache Variante, einfach am Abwassertank einen ganz normalen Schieberöffnung. Da könnte man gegebenenfalls auch noch die Stange ein bisschen verlängern, damit man außerhalb vom Wohnmobil ist mit dem Abwasser. Das lässt sich dann eher treffen, wenn man mit dem Wohnmobil über die Ablassöffnung fährt. Und das war übrigens ein clever Wohnmobil, also insofern wieder mal ein anderer Hersteller. So, wir legen uns mal unter den La Strada Nova und dann seht ihr auch mal, wie so eine elektrische Entleerung funktioniert. Das ist also im Endeffekt einer dieser Standardschieber, den wir schon kennen. Nur statt einem Drehhebel oder ähnlichem mit einem kleinen Magnetventil. Und ich hatte es vorhin erwähnt gehabt, wenn das ausfällt, wenn kein Strom ist, was mache ich dann? Der hat hier hinten nochmal die Möglichkeit, das auch manuell zu öffnen. La Strada Avanti H+. Und das ist, glaube ich, die allereinfachste Lösung. Einfach ein Rohr an den Schieber und außen befestigt. Man sieht, wo man den Hebel bewegen kann oder muss. Okay, es ist dasselbe Problem wie auch bei dem viel teureren großen Mobil. Ich weiß nicht genau, wo nachher das Abwasser rauskommt. Also da muss man schon sehr genau sein Fahrzeug kennen, um dann die Ablassöffnung auch zu treffen. Malibu T500. Der Abwassertank sitzt wieder ziemlich weit hinter dem Hinterrad. Aber schönes Rohr, das nach außen führt. Kann man mit Sicherheit auch noch was dranhängen, wenn es sein muss. Keine Technik gefunden, wie man das irgendwie entriegelt. Aber ich bin auf die Suche gegangen und hab's gefunden. Denn die Malibus haben alle einen Unterboden und in diesem Unterboden an der Tür, zack, zack, so, schöne Stauklappe, ihr seht, da kriegt man einiges noch unter. Da finden sich hier neben dann die Knöpfe. Also einmal Frostschutz und so weiter, Wasser und hier der Schieber fürs Abwasser. Somit kann man draußen vor der Tür stehen, muss nicht mit dreckigen Schuhen rein und kann den Schieber für das Abwasser betätigen. Ja, könnte natürlich genauso gut auch hinten sein, dann bräuchte ich das Ganze die Tür aufmachen, ein anderes Thema. Also ihr seht auch hier wieder eine ganz eigene Lösung. Malibu habe ich jetzt in der Form bei fast jedem dieser Wohnmobile gesehen. Jetzt zeige ich euch mal nur beispielhaft für die ganz großen Wohnmobile bei Niesmann und Bischoff, in dem Fall hier bei einem Arto und dann nochmal bei einem Flair, wie das bei den, bei den ganz großen aussieht. Da ist es nämlich ein bisschen anders und ihr werdet auch gleich sehen,
Dadurch, dass man so unglaublich viel Platz in diesen Wohnmobilen hat, ist es natürlich sehr komfortabel, was man hier als Lösung anbietet. So, wenn ich dann mal entsorgen muss beim Arto, dann habe ich hier eine eigene Serviceklappe und ihr seht schon, da hinten dran ist auch die Wasserpumpe und da sind große Schiebe zum Aufmachen. Das Tolle ist, ich habe auch hier unten sogar noch mal eine Schlauchverlängerung schon gleich vor Ort ordentlich verbaut. Also das ist natürlich vom Allerfeinsten und sehr bequem. Trotzdem müsst ihr zielen lernen, also wo auch immer die Entsorgung ist. Ihr müsst wissen, wo das Rohr rauskommt. Da ist auch keine Kamera verbaut. Das kann man gegebenenfalls nachrüsten lassen vom Händler, der das dann für einen macht. Also ganz ordentlich aufgeräumt. Jetzt gehen wir noch rüber zum Flair. Da sieht es nämlich noch ein bisschen anders aus. Flair, den habe ich ja in einem anderen Video schon vorgestellt. Guckt euch den mal an, falls ihr das Wohnmobil noch nicht kennt. Da brauche ich noch nicht mal die Lampe dazu. Ihr seht schon, hier ist alles noch ein Stückchen größer. Hier gibt es nicht nur für die Tanks mit riesen Schiebern die Entleerung, sondern ich habe hier auch einen festen Fäkalientank. Auch der wird dann entsorgt und mir sagte gerade der Chef, erst die Fäkalien und danach das Wasser. Dann habe ich gleich die Leitung, die gemeinsame Leitung zum Entsorgen gereinigt. Und da sieht man es auch schon, hier läuft dann das fäkale Wasser und das normale Grauwasser zusammen und wird unten entleert. Aber auch hier müsst ihr einfach herausfinden, wo ist der Punkt, an dem ich nachher über der Entsorgungsstation stehen muss. Letzte Station unserer Reise, wir sind bei Karthago. Karthago hat auch wieder eine eigene Lösung, diesmal direkt neben der Tür. Da ist der Stutzen für das Abwasser und dann im Unterboden, wenn man die Tür hereinkommt. So, Kamera ist hoffentlich on. Eins, zwei. Ähnlich wie beim Malibu. Hier sind die Schieber für das Abwasser. Also eigentlich ganz einfach gelöst. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das letzte Wohnmobil. Ich befürchte, kaum einer hat bis zum Ende des Videos jetzt mitgeguckt. Ich bin jetzt durch. Wir haben, ich weiß nicht, 50 Händler, Hersteller und Wohnmobile wahrscheinlich abgehakt. Ihr habt gesehen, es gibt ganz unterschiedliche Varianten mit der Entsorgung. Und was für mich überraschend war, dass ja das eine oder andere meines Erachtens auch nicht wirklich durchdacht war. Sollte euch dieser Clip gefallen haben, dann wäre es schön, wenn ihr mir ein Like gebt. Abonniert unseren Kanal. Es würde mich freuen, wenn ihr mir hier unten wieder ein paar Kommentare reingebt. Denn davon lebt nun mal unser Kanal. Es wäre gut, wenn ihr uns dann erzählen würdet, wie es vielleicht bei euch passiert, wenn ihr das Abwasser entsorgt und wie ihr dann mit der Grauwasserentsorgung eigentlich fertig werdet. Denn ihr habt ja gesehen, das eine oder andere ist wirklich tricky und ich kann mir auch vorstellen, dass bei älteren Wohnmobilen das immer noch ganz anders funktioniert als heute. Also, bis zum nächsten Mal.